Und ich bin ja so toll. Kann ich das ohne Selbstlob machen? Hi Leute, ich bin Kadel und willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch diese Woche meinen Lesemonat Januar und ja, ich bin recht gut in das Jahr gestartet. Ich hatte zwischendurch eine Leseflaute, weil ich mich ein bisschen mit dem Lesen zu sehr gestresst habe und irgendwie dann doch 28 Bücher beendet. Also es wird mal wieder ein sehr langes Video. Falls ich das wie letzten Monat wieder vergessen sollte, die Bewertung einzublenden, ihr findet alles unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, ich teile meine Videos immer in Kapitel ein, da steht Titel und Bewertung. Ich hoffe, ihr habt euch irgendwas zu snacken oder zu trinken geholt. Ich habe mir mein Cappuccino gemacht, damit ich hier nicht verdurste und irgendwann meine Stimme abkackt. Und ja, ich habe 28 Bücher beendet, deswegen würde ich mal sagen, wir fangen direkt mal an, bevor es wirklich noch wieder zu lang wird. Mit meinem ersten Buch dieses Jahr habe ich mich schon wieder ein bisschen schwer getan, weil ich schon ins Jahr mit einer Leseflaute gestartet bin. Und dann habe ich so ein bisschen rumprobiert und habe ein CR gesucht, was mich wirklich catcht. Und ich war ja Bücher shoppen. Und davor habe ich auf TikTok ein Buch gesehen und dann hatten wir darüber gesprochen, weil es bei uns im Thalia da war. Aber da habe ich es mir nicht mitgenommen, ich habe es mir dann bestellt gehabt. Und zwar war das erste Buch, was ich beendet habe, Iceplanet Barbarians. Ja, ich habe die Special-Version gekauft, weil sie ein angenehmeres Cover hat als die vorherigen. Ja, ich habe das erst auf mein Kindle angefangen, weil ich war so, vielleicht sollte ich erstmal reinlesen, ob das was für mich ist. Und ich war irgendwie, wir haben darüber geredet, weil es da war. Und ich war so, könnte man ja mal gucken, wie das so ist, ne? Und dann saß ich hier und ich konnte nicht aufhören. Ich musste los, ich musste zum Sport. Und ich war die ganze Zeit am Lesen. Ich konnte mein Handy einfach nicht wegpacken und war am Lesen und am Lesen. Und dann habe ich es mir bestellt. Es kam lange, nachdem ich es beendet habe, erst hier an. Aber ja, ich fand das Buch richtig gut. Also es war sehr angenehm zu lesen, sehr einfach. Es hatte einen roten Faden, der sich durchgezogen hat, aber storymäßig ist da jetzt nicht so viel dabei gewesen. Es ist ein sehr kurzes Buch. Wir haben hier in der Special Edition einmal die Geschichte an sich, ein Bonuskapitel und von einer extra Story, Iceplanet Honeymoon, ist auch noch das Kapitel von Georgie und Vector drin. Ich saß hier, war am Lesen und war so, warum lese ich das und warum kann ich nicht aufhören? Also ich fand es wirklich gut, es war wirklich sehr angenehm. Aber ich glaube nicht, dass das für jeden was ist, aber ich glaube, dass jeder, der das gelesen hat, dieselbe Erfahrung gemacht hat, so wie ich es mitbekommen habe. Das zweite Buch, das ich beendet habe, war Crown and Bones. Ja, dieser Klotz, ich hatte ihn schon angefangen letztes Jahr, aber irgendwie hatte ich mich so ein bisschen schwer getan, in der Reihe weiterzulesen. Nicht, weil ich den Band nicht mochte, sondern ganz im Gegenteil, ich mochte ihn eigentlich sehr. Auch, ich glaube, da spalten sich wiederum die Meinungen. Es ist nicht wirklich viel passiert, wie in den letzten paar Teilen. Ich musste nach Teil 2 auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Aber dann hat sich das so ein bisschen eingespielt, dass ich irgendwie was anderes lesen wollte. Und ja, das habe ich momentan halt immer, wenn ich reinlese, die zusammenhängend sind oder eben nicht zusammenhängend sind. Einfach, weil es im selben Universum spielt und ich dann irgendwie was Neues haben möchte. Und ja, deswegen war das hier so, dass ich zwischendurch eine kleine Pause brauchte. Dann aber, es ist nicht wirklich viel passiert in dem Buch, wenn ich mich richtig erinnere. Also es wurden sehr viele Infos gesagt und es war halt so ein bisschen eine andere Storyline, als wie man jetzt von den anderen beiden Teilen gekannt hat. Aber auf jeden Fall war da auch ziemlich viel los. Hier, ich mochte es total gerne. Also diese ganzen Infos und dieses Ganze drumherum und dass es halt einfach ein bisschen mehr, bisschen ruhiger war auf jeden Fall. Konnte ich auf jeden Fall wirklich mit leben, fand ich sehr angenehm mal für zwischendurch. Das dritte Buch, was ich beendet habe, war Barbarian Alien. Ja, ich habe mir den zweiten Teil dann auch gekauft. Der kam früher hier an als der erste Teil, das war auch sehr interessant. Der zweite Teil war wieder angenehm zu lesen, hatte wieder einen roten Faden, der sich durchgezogen hat. Aber ich fand Liz als Protagonistin so dermaßen nervig und anstrengend.
irgendwann war ich einfach so genervt von ihr, dass ich mich nicht wirklich auf die Geschichte einlassen konnte, beziehungsweise weiterlesen wollte. Aber ich habe es trotzdem geschafft, es so schnell wie möglich noch durchzulesen, weil die Geschichten halt kurz sind. Dann kommen wir zu einem Buch von meinem TBA, und zwar Caraval. Und ja, ich freue mich, weil ich gerade, bevor ich das Video gestartet habe, Teil 2 beendet habe. Und ja, also ich fand Caraval richtig gut, hat mir richtig gefallen. Dieses Buch hat meinen Kopf so dermaßen kaputt gemacht, weil ich habe auch, ich wusste, auf was ich mich einlasse, aber gleichzeitig habe ich das nicht erwartet. Und ich glaube, durch das Buch habe ich jetzt Trust Issues. Okay, die hatte ich auch vorher, aber andere. Und ja, ich mochte es wirklich sehr gerne. Ich liebe Scarlett und Julian, ich wusste aber nicht, also ich war die ganze Zeit so, kommt sie jetzt mit Julian zusammen, kommt sie nicht mit Julian zusammen, darf ich die shippen, darf ich nicht? Ich war richtig komplett hier am Ausflippen, was passiert jetzt? Und ja, so ähnlich ging es mir im zweiten Teil auch. Das Buch mochte ich total gerne vom Prinzip her, es war wieder sehr angenehm und einfach zu lesen. Ich glaube, ich habe das auch innerhalb von einem Tag durchgelesen, vielleicht auch zwei, ich bin mir selber nicht sicher. Aber hier ist es so gewesen, dass ich Donatella wirklich sehr nervig fand und deswegen mit dem zweiten Teil wirklich gewartet habe, weil mir gesagt wurde, dass es dann aus ihrer Sicht ist. Konnte ich mir aber nach dem Ende hier auch selber denken, dass es aus ihrer Sicht sein wird. Das nächste Buch, das ich beendet habe, ist Barbarian Lover. Das ist dann auch der letzte Teil der Reihe, den ich gelesen habe. Ich hatte eigentlich vor, die weiteren Teile noch auf meinem Kindle zu lesen, weil wenn, hole ich mir auf jeden Fall die Special Editions, weil sie angenehmer im Regal stehen. Und zwar hier wieder selbes Prinzip, sehr angenehm zu lesen, sehr schnell. Bonuskapitel drin und dieses Ice Planet Honeymoon, das habe ich aber nicht gelesen. Das wollte ich noch nachholen dann. Den Teil mochte ich lieber, weil Kira nicht so anstrengend war. Es hatte so ein hatte eine andere Story und ja, ich mochte es wirklich gern. Ich glaube, das ist jetzt bisher mein Lieblingsteil der Reihe. Ich weiß aber nicht, wie weit ich die Reihe weiterlesen würde, weil ich dachte mir, ich lese jetzt bis Teil 3. Aber Teil 3 hat so zu Teil 4 hingeteased, dass ich Teil 4 lesen will. Und ich denke, so wird das jetzt weitergehen, bis ich alle 20 Teile durch habe. Also, ja. Dann war ich wieder im Überlegen, was lese ich? Ich möchte etwas schnell beenden. Was eignet sich da gut? Richtig, Mangas. Und was habe ich mir gekauft? Richtig, Dragon Ball Super. Und zwar habe ich direkt Dragon Ball Super 9 und 10 beendet und mochte es sehr, sehr gerne. Ich würde nur mal sagen, haben die Namekianer nicht schon genug durch? Das nächste Buch sollte ich wieder auf mein TBA haben. Ich habe nicht meinen ganzen TBA geschafft. Ich habe, glaube ich, 2 Bücher von meinem TBA nicht gelesen. Und zwar haben wir als nächstes Heartless beendet. Das war nämlich auch auf mein TBA. Und ja, ich mochte es sehr gerne. Es war sehr interessant, aber teilweise auch ein bisschen mühsam zu lesen. Das war jetzt mein erstes Buch von Marissa Meyer auf Englisch, was sehr angenehm war. Also ich hatte kein Problem mit ihrem Schreibstil, mit der Übersetzung und alles. Das war wirklich gut. Ich wusste, es geht um Alice im Wunderland, aber ich habe bis zum Ende nicht gecheckt, dass es um die Königin ging. Ich war so, hä, das ist Alice im Wunderland, das ist klar, aber es ist nicht Alice. Aber vielleicht ist es was anderes. Da steht überall im Buch. So, da sind so diese, hier diese Blurbs, würde ich mal jetzt nennen, ich weiß nicht, diese Empfehlungen. Und da steht das sogar. Es steht da. Aber wer liest sich die denn durch? Aber well, ich mochte es wirklich sehr gerne, auch wenn es mich zerstört hat. Also, falls ihr eine Alice im Wunderland Adoption braucht, ich gebe sie euch gerne. Deswegen könnt ihr euch darauf einstellen, dass das Buch vielleicht ein wenig sehr starke Schmerzen hervorrufen kann. Aber ja, ich mochte es wirklich gerne. Es war wirklich sehr schön zu lesen, auch wenn es wehgetan hat. Das nächste Buch, das ich beendet habe, ist ein Buch, das ich aussortiert habe, wie ihr vielleicht am Mittwoch gesehen habt. Und zwar No Flames to Wild. Das Buch sollte ich mit 3 von 5 Sternen bewertet haben. Ich bin mir gerade selbst nicht so sicher. Und zwar mochte ich das Buch wirklich gerne. Es war sehr angenehm zu lesen. Ich habe aber keine wirkliche Verbindung zu den Charakteren gefühlt. Und die Storyline war einfach nicht so ganz meine. Ich habe den Schauplatz komplett geliebt.
mochte ich total dieses Australische, also die sind in Australien. Und ja, die Thematik mit den Koalas und so war wirklich sehr interessant, aber es war leider nicht meins und ich denke auch nicht, dass ich die Reihe weiterlesen werde, deswegen habe ich das Buch aussortiert. Jetzt switchen wir zu mir in die Vergangenheit. Und zwar habe ich von den Büchern, die ich ausgeliehen habe, das schon aufgenommen, damit ich es alles euch zeigen kann. Und ja, deswegen switchen wir einmal kurz und dann seht ihr die nächsten 11 Bücher. Machen wir mal direkt weiter mit Magic Knight. Ich mochte es ganz gerne zu lesen. Es war sehr locker und angenehm. Es war auch sehr interessant. Ich fand es ein bisschen schade, dass man nicht so viel mitbekommen hat. Zum Ende hin wurde noch ziemlich viel geteased, aber über das Buch an sich hat man kaum was mitbekommen. Also es war so mehr diese Thematik von der Magic Knight. Ich weiß jetzt nicht, wie das im zweiten Teil ist. Den zweiten Teil werde ich nicht lesen. Ich werde wahrscheinlich eine Zusammenfassung bekommen oder schon bekommen haben, weil für die Sachen, die mich interessieren, jetzt noch den zweiten Teil zu lesen, wäre einfach für mich nicht drin, weil es ist nicht meine Thematik gewesen und mich jetzt da noch durch ein Buch durchquälen, habe ich dann auch keine Lust. Dann die nächsten 10 Bücher, die ich beendet habe. One Piece, diesen Schubab bis auf Band 13. Band 13 hatte ich ja schon letzten Monat gelesen, falls ihr euch erinnert. Und zwar Band 14 bis 23, der ganze Alabaster-Arc, habe ich mir einmal von meinem Bruder ausgeliehen. Die muss ich ihm morgen zurückgeben. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme das jetzt mal schnell auf. Und zwar mochte ich den Arc wirklich sehr gerne. Es wurde wieder sehr interessant. Ich konnte dann, was die letzten Bände angeht, überhaupt nicht mehr aufhören zu lesen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Jetzt werde ich eine riesen Lücke hier haben, weil ich erst ab Band 24 wieder kaufen werde. Und alle, die mein Bücherregal angucken werden und Band 13 und Band 24 dann sehen haben, denken, ich kann nicht zählen. Aber es ist okay. Ich werde mir die Bänder dann wahrscheinlich gebraucht bei Rüber oder so kaufen. Das nächste Buch, das ich beendet habe, ist Northern Stars. Das habe ich auf meinem Kindle gelesen. Das ist der 4. Teil der Kompassreihe von Brittany C. Sherry. Also bis zum hellsten Morgen auf Deutsch. Das kommt Ende März raus, soweit ich weiß. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Es wäre ein Highlight für mich geworden, aber dafür war es für mich so ein bisschen zu Standard, zu vorhersehbar. Es war irgendwo ein It Was Always You Trope, aber diese Enemies to Lovers Aspekte waren schon besser, damit es für mich einfach angenehmer war zu lesen. Ich mochte die Charaktere wieder sehr, sehr gerne. Wie ihr wisst, oder wissen solltet, wenn ihr mich ein bisschen länger verfolgt. Ich liebe Brittany C. Sherry. Und ja, ich glaube, sie könnte meine meistgehassten Trope schreiben. Und ich glaube, das hat sie sogar getan. Und ich würde es lieben. Dann hatten wir diesen Monat Embodied gemacht. Und zwar zu The Stolen Heir. Und zwar hatte ich das in meinem Vlog gezeigt gehabt. Wir hatten es zusammen gekauft und dann dachten wir so, ey, wir können das auch direkt zusammen lesen. Deswegen haben wir es zusammen gelesen und ja, ich mochte das Buch wirklich gerne am Anfang. Ich bin sehr gut reingekommen, war sehr drin und wollte unbedingt weiterlesen. Aber meine Freundin, sie musste viel für die Uni machen, da habe ich gesagt, ey yo, kein Problem. Wir müssen das nicht in diese eine Woche schaffen, für mich geht das klar. Durch diese Pause aber, die wir dann hatten, die ich trotzdem so machen würde, bin ich total aus dem Buch rausgekommen. Also irgendwie kam ich da nicht mehr so gut rein. Und da fing es an, dass ich eine Leseflaute bekommen habe, weil ich mich so stark gestresst habe. Ich habe so viele Bücher auf Englisch angefangen, dass mein Kopf nicht mehr auf Englisch aufnehmen wollte. Dann haben wir aber das Buch weitergelesen und irgendwie fehlt mir der komplette Mittelteil mittlerweile. Also als ich gelesen habe, habe ich es aufgenommen. Aber wo ich dann mein Update geben wollte, habe ich schon wieder alles vergessen. Und ja, deswegen werde ich das Buch auf jeden Fall, bevor der zweite Teil rauskommt, rereaden. Das Ende war auf jeden Fall nochmal sehr krass, da war ich schon wieder ein bisschen mehr drin. Aber ja, ich mochte es ganz gerne. War sehr angenehm zu lesen. Aber auch wieder sehr verwirrend, wenn man nicht so gut klarkommt. Also es war ein bisschen schwieriger, wie The Cruel Prince auch. Aber ich mochte Oak wirklich sehr gerne. Das erstmal letzte Buch, das ich ausgeliehen und beendet habe, ist Forever and Ever
von Kristen Callahan und Samantha Young. Ich glaube, man sieht das nicht so gut. Und zwar, das Buch mochte ich sehr gerne. Das musste unbedingt mit, weil ich hatte ja momentan extrem Lust auf etwas mit Boxthematik. Und ja, deswegen dachte ich, yo, ich nehme mir das. Und zwar hatte ich extrem Lust auf etwas mit Boxthematik. Und fand den Klappentext wieder mal sehr interessant. Ich hatte den schon gelesen, bevor das Buch rauskam. Kam aber nicht dazu, das Buch zu kaufen, weil ich gelesen habe, dass Samantha Youngs Bücher eher weniger gut sein sollen. Ich weiß es nicht. Ich habe von ihr bisher nichts gelesen, außer das. Und von Kristen Callahan kenne ich halt die Game On-Reihe und Dear Enemy sowie Sweet Enemy. Deswegen, ja, ich fand es eigentlich ganz gut. Ich habe es sehr gerne gelesen. Es war Fake Dating. Ich brauchte ein wenig, um mit Parker warm zu werden, aber Reese mochte ich eigentlich sehr gerne. Das Einzige, was mir dort ein bisschen gefehlt hat, war der Tiefgang. Also es war eine eher oberflächliche Geschichte. Es wurden wichtige Themen angesprochen, aber eben nicht vertieft. Deswegen, das fand ich sehr schade, aber das bin ich von Kristen Callahan auf jeden Fall gewohnt, dass da jetzt nicht so viel Tiefgang ist. Aber ja. Sonst würde ich das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen. Also ich mochte es eigentlich ganz gerne. Trinkpause. Das nächste Buch, das ich beendet habe, nach meiner kleinen Leseflaute, wo ich ein Buch gesucht habe, war Du bist mein Lieblingsgefühl von Kira Kro. Das habe ich zum Release-Date gelesen und an einem Tag direkt wieder durch. Ich mochte es wirklich gerne. Es war sehr einfach zu lesen. Ich habe aber, glaube ich, zu hohe Erwartungen gehabt, weil ich ja ihre Alles-Reihe gelesen habe und ich konnte mir vom Anfang an mir denken, vielleicht würde das mich jetzt nicht so überzeugen wie ihre New Edit-Reihe, weil das hier ist eine Rom-Com. Aber ich wollte trotzdem mehr von ihr lesen und ich hätte das jetzt nicht gelesen. Ich mochte es sehr gerne. Vom Prinzip her war das echt schön. Eine nice Story auf jeden Fall. Ich fand aber, dass sie ein wenig zu lange brauchten, um zu checken, was abgeht. Es war sehr lustig, ich musste sehr oft schmunzeln, ich fand es wirklich toll, die Charaktere waren auch richtig toll, aber eben dadurch, dass sie mir ein bisschen zu lange gebraucht haben, war es teilweise ziemlich mühsam weiterzulesen. Im Endeffekt fand ich es wirklich toll, aber ich glaube, ich bleibe lieber im New Edit Bereich bei ihr. Darauf, direkt am nächsten Tag, habe ich Drowning Souls beendet, den konnte ich... Das Buch konnte ich ein bisschen früher bei Hugendubel abholen. Und ja, das war auf meiner 23 für 23 Challenge. Da habe ich diesen Monat 3 Bücher, glaube ich, von gelesen. Ein kleines Update davon seht ihr immer auf Instagram. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Ansonsten, mir wurde auch auf Instagram geschrieben, dass ich ein Fazit dazu posten soll. Also wird auch nochmal ein Fazitvideo kommen, wenn ich mit allen Büchern durch bin, aber dafür müssen die Bücher erstmal die meisten rauskommen. Aber ja, bisher versuche ich einfach meinen Sub wieder so ein bisschen abzubauen. Und zwar haben wir einmal Drowning Souls. Mochte ich wirklich sehr gerne. Es war wieder sehr schön, wieder in die Story reinzukommen. Ich wollte eigentlich Teil 1 davor rereaden, das habe ich dann aber durch die Leseflaute nicht geschafft und dachte mir, ey, ich weiß noch genügend von dem Buch, dass ich einfach mit dem Teil anfangen kann. Das habe ich wirklich selten, dass ich die Bücher nicht vergesse nach fast einem Jahr, aber ich wusste es noch. Deswegen bin ich hier direkt reingestartet und es fing auch direkt dort an, wo der erste Teil aufgehört hat. Also nicht viel drumherum, sondern direkt rein ins Chaos. Und ja... Hier war, ich weiß nicht, ob ich den Cliffhanger hier nicht noch fieser finde, aber wie soll ich jetzt warten auf Teil 3? Aber na gut. Ich kann die Reihe auf jeden Fall empfehlen. Ich mochte es sehr gerne, es war sehr angenehm zu lesen. Ich fand es teilweise vom Feeling her besser als Teil 1. Von der Beziehung von Sierra und Mitch fand ich es ein bisschen... Nicht lasch, lasch ist das falsche Wort, aber da hat mir dieser Funken gefehlt, dieses, was bei Laura und Nash da war, dieses, keine Ahnung, ich liebe die beiden und Sierra, mit Sierra konnte ich mich auf jeden Fall sehr gut identifizieren, mehr als mit Laura, aber
irgendwie hat mir da was gefehlt und ich kann nicht mal sagen, was. Es war einfach, dieser Funken ist nicht übergesprungen für mich. Die Chemie zwischen den beiden Charakteren war da und ich habe das so komplett geliebt, wie die beiden miteinander umgegangen sind und alles. Das ist es nicht. Es war einfach, dieses persönliche Empfinden war nicht so. Ich habe nicht bei den beiden so mitgefiebert. Und das finde ich halt für mich persönlich total schade, aber ich habe dieses Buch total geliebt. Dafür wurde es aber für dieses Jahr kein Highlight für mich. Das Einzige, was ich noch mit auszusetzen habe, ist, dass ich es schade fand, dass zum Beispiel Sierras Thematik mit ihrer Mutter nicht so krass aufgegriffen wurde, soweit ich das noch im Kopf habe. Also sie ist aufgekommen, aber sie haben, glaube ich, nicht darüber geredet. Und Mitch hatte jetzt auch nicht irgendwie so viel. Also man erfährt viel von den Charakteren an sich, aber sie reden nicht so wirklich darüber und das fand ich halt so ein bisschen schade. Also wenn ich das jetzt einfach richtig im Kopf habe, kann sein, dass ich das auch falsch jetzt im Kopf habe. Aber ja, das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, deswegen ist das nicht so wirklich übergesprungen, weil da einfach die Tiefe gefehlt hat. Das nächste Buch habe ich innerhalb von einer Leserunde beendet, weshalb ich mich auch ein bisschen gestresst habe, weil ich dann dachte, ey, drei Bücher kann ich direkt lesen. Nein. Aber ich habe mich an die Leserunde gehalten und habe mein anderes Buch dafür pausiert. Und zwar Lights of Darkness. Das Buch, was ich da zugelesen hatte, war Like Shadows We Hide, weil ich das auf meinem TBR hatte. Und falls ihr euch an mein TBR-Video erinnert, habe ich gesagt, ich möchte das erste Buch lesen, was ankommt von Graf. Von den Januar-Neuerscheinungen. Und da dachte ich, es ist Like Shadows We Hide. Aber Lights of Darkness kam als erstes an. Für mich war es jetzt wichtig, dass ich mindestens eine von den Neuerscheinungen lese. Ich habe drei Neuerscheinungen gelesen und bei Like Shadows We Hide bin ich jetzt bei der Hälfte. Also würde ich mal sagen, okay, ich habe vielleicht Like Shadows We Hide nicht geschafft, aber den Punkt von meinem TBR habe ich trotzdem. Oder? Können wir uns darauf einigen? Dafür habe ich aber Wenn die Sterne fallen und Sandcastle Ruins nicht gelesen. Die seht ihr noch hier hinten ein bisschen stehen. Ich habe da so ein bisschen rumprobiert, Platz zu schaffen, aber ich muss lesen, auf jeden Fall. Aber mein englisches Subfach ist nicht mehr so stark am Platzen. Kommen wir zurück. Lights of Darkness. Lights of Darkness habe ich jetzt innerhalb von einer Leserunde gelesen. Und es waren, glaube ich, so 60 Seiten pro Tag. Normalerweise habe ich ja größere Abschnitte, was ich lese, aber ich fand es ganz gut, dadurch, dass ich diese Leseflaute bekommen habe, dass ich nicht so viel lesen musste. Dann hatte ich aber langsam so, boah, ich könnte langsam mit dem Buch durch sein, deswegen habe ich es auch etwas früher beendet. Ich habe es, glaube ich, einen Tag früher beendet, weil ich dann Zeit hatte und dann war ich so, ey, ich konnte, wo der Abschnitt aufgehört hat, nicht aufhören zu lesen, weil es da richtig interessant wurde. Und dann hatte ich, glaube ich, nur 30 Seiten oder so und dann war ich so, okay, dann beende ich es einfach heute. Da wird sich jetzt niemand drum scheren, ob ich jetzt heute das Buch beende oder morgen. Und dann konnte ich am nächsten Tag direkt wieder ein anderes Buch beenden, was eigentlich auch nicht so geplant war, weil ich wollte das bis gestern eigentlich noch lesen. Aber ja, dazu kommen wir dann gleich. Und zwar Lights of Darkness fand ich wundervoll. Also es war eine wirklich tolle Best Friends to Lovers Geschichte. Es war was anderes als sonst. Es war nicht so nervig. Und ich habe es richtig gerne gelesen. Ich habe richtig zu Tyler und Frankie mitgefiebert. Das habe ich schon in Teil 1 getan. Die Kritikpunkte, die ich trotzdem an dem Buch hatte, war, dass einmal Tylers Background, der war sehr interessant, fand es aber sehr mühsam zu lesen, weil man so wenig Informationen bekommt. Dadurch, dass alle Bescheid wissen, hätte man so das eine oder andere schon mal vorher erfahren können, ohne den Plot vom Ende dann irgendwie anzuteasen. Man fragt sich die ganze Zeit, was ist los, aber gleichzeitig ist es halt eben auch, man interpretiert so viele Sachen da rein. Man entwickelt seine eigenen Wege und vielleicht wollte Maren das auch und dann hat sie das bei mir auf jeden Fall geschafft. Aber ich fand das, weil ich das so alles selber irgendwie, ich hatte nicht genug Informationen und deswegen hat es mir so viel von der Freude genommen, das Buch zu lesen, weil ich nicht wusste, was abgeht. Und ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Informationen gewünscht, die aber trotzdem das alles offen lassen. Also einfach so ein bisschen mehr Verbindung zu der Sache. So, was ist da jetzt genau los? Aber ja,
ich glaube, das hätte man umsetzen können, ohne dass der Plot wirklich verändert wurde. Aber jetzt ist es so nicht, sondern es kommt erst alles am Ende raus. Wenigstens kam es raus. Es gibt Bücher, da kommt das nicht raus. Und ja, deswegen, ich fand es halt dann ein bisschen schade, wie das halt aufgelöst wurde, weil eben alle davon wussten, bis auf Tate. Und mein Kritikpunkt ist die erste Kussszene. Die war nämlich ein wenig problematisch. Es gab so viele schöne Momente. So viele Momente, wo dieser erste Kuss richtig gut gepasst hätte. Und ich hätte hier geschrien, aber bei dem Punkt, wo die erste Kussszene kam, war ich so, irgendwie, nee, geht gar nicht. Und dann dadurch fand ich es ab dem Punkt ein bisschen mühsam zu lesen. Ich habe versucht, diese Kussszene zu verdrängen und erstmal, was kommt danach raus? Reden die darüber oder nicht? Und das haben sie dann halt nicht getan, also nicht über die Situation an sich. Deswegen fand ich es dann den nächsten Tag, wo ich den Abschnitt gelesen habe, das war dann aber auch der Tag, wo ich es beendet habe, fand ich sehr mühsam, weil ich war dann so, boah, irgendwie jetzt hat mich das so runtergezogen. Aber das Ende hat dann noch ein bisschen was rausgeholt. Doch, das sind so meine Kritikpunkte an dem Buch. Das nächste Buch, das ich beendet habe, hatte ich schon angefangen, war auch auf meinem 23 für 23. Und zwar Thwartlet von Long Asher. Das hat dazu geführt, dass ich nicht mehr so wirklich auf Englisch irgendwas aufnehmen konnte. Und zwar hatte ich das Buch bei Seite 140 ungefähr pausiert. Und auch hier wollte ich eigentlich, statt das Buch zu nehmen, mir Like Shadows We Hide vornehmen, damit ich das noch beende. Wie man sieht, habe ich mich dann dafür entschieden. Und dann, ich hatte meinen ersten Abschnitt gelesen. Ich habe das Buch eingeteilt, wieder, wie ich es immer mache, damit ich einfach ein bisschen, das motiviert mich mehr. Und zwar mochte ich es sehr gerne. Ich habe meinen ersten Abschnitt gelesen und am nächsten Tag habe ich die drei restlichen gelesen. Ich habe dann am zweiten Tag 160 Seiten einmal kurz eingeatmet. Ich mochte es wirklich richtig, richtig gerne. Die Chemie zwischen Maya und Noah hat einfach so gepasst. Ich konnte nicht anders als mitfiebern. Ich konnte nicht mehr aufhören. Und ich habe es wirklich sehr geliebt. Ich glaube, man könnte behaupten, in der Story sind ein paar Lücken. Ich fand zum Beispiel nicht so gut, dass da so viele Zeitabstände zwischen waren. Also es macht Sinn, weil ein Jahr rumgeht, also beziehungsweise diese Formel 1 Saison. Deswegen macht es Sinn, dass die Zeit so schnell vergeht. Ich hätte mir aber ein paar mehr Zwischensteps gewünscht innerhalb von der Beziehung und sowas. Aber so ist es nun mal, deswegen habe ich so ein bisschen was abgezogen. Und ja, ich mochte es aber trotzdem sehr, sehr, sehr gerne. Und habe mir jetzt auch den zweiten Teil bestellt, den bekomme ich die nächsten Tage. Und ich bin sehr gespannt auf Liens Teil. Ja, und ich hole mir jetzt auch die anderen Teile, die andere Reihe, die Dreamland Billionaires Reihe von ihr. Dann kommen wir zum letzten Buch, das ich beendet habe. Und zwar war das gestern noch? Ja, gestern. Und zwar einen kleinen Klotz, Zodiac Academy 2. Mit dem Buch habe ich mich richtig schwer getan und das hat ein bisschen weh getan, weil ich mochte Teil 1 wirklich gerne. Ich brauchte ein wenig, Teil 1 habe ich im November gelesen, brauchte ein bisschen, um reinzukommen, weil ich habe so viel vergessen, was im ersten Teil passiert ist. Ich mochte Teil 1 wirklich gerne, weil die Einführung wirklich sehr gut war. Hier brauchte man diese Einführung nicht mehr, es ging noch ein bisschen weiter. Aber ja, es baut sehr auf Teil 1 auf. Deswegen wäre es, glaube ich, ein bisschen besser, hätte ich das ein bisschen früher anfangen können. Aber ja, ich habe mich dann wieder reingefunden und wusste teilweise auch wieder, was in Teil 1 passiert ist. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die ersten 140 Seiten ist gar nichts passiert. Und dann ist was passiert, aber teilweise so Kleinigkeiten. Ich hatte das Gefühl, die ersten 140 Seiten ist nicht so viel passiert. Und dann wurde sich auf Kleinigkeiten aufgehangen. Und zwar fand ich es teilweise nämlich sehr mühsam, dann durchzukommen. Ich weiß, dass es Buddy Romance ist, aber es klingt in den Rezensionen und den ganzen Sachen, die ich gesehen habe, so schlimm. Aber, also ja, die Dinge, die sie machen, sind nicht so nice. Aber ich dachte, es wird schlimmer. Also ich weiß nicht, wie das jetzt in den nächsten Teilen sein wird, aber ich habe jetzt
noch kein großes Problem damit gefunden. Ja, deswegen, ich fand den Teil eher so mittelmäßig, weil nicht wirklich viel passiert ist, sich an Kleinigkeiten aufgehangen wurde und das halt dann so ein bisschen sich durch das Buch gezogen hat. Es war trotzdem sehr interessant zu lesen, wie das denn gelöst wird und so. Und es war jetzt nicht so, dass eine Sache und die zieht sich dann durch drei Kapitel, die 20 Seiten lang sind, sondern hier wird es erwähnt, dann passiert was anderes, was anderes, was anderes und dann wird es wieder erwähnt, weil Zeit verstreichen muss. Ja, deswegen war das jetzt nicht so krass mühsam, aber es war trotzdem interessant zu lesen. Aber es ist halt wirklich nicht viel passiert. Am Ende ist noch was passiert und es hat einen stärkeren Cliffhanger gehabt als im ersten Teil, soweit ich weiß. Das waren alle Bücher, die ich gelesen habe. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß noch nicht, ob nächste Woche zwei Videos kommen. Das kommt jetzt darauf an. Ich werde jetzt direkt noch mein TBR aufnehmen, damit ich weiß, was ich diesen Monat lesen muss. Und ja, ansonsten kommt nächste Woche ein etwas kürzeres Video von meinem TBR, weil ich sonst mir noch ein anderes Video überlegen muss. Und ich habe gerade noch keine Idee offen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ja, hoffentlich sehen wir uns nächste Woche. Wenn euch interessiert, was ich diesen Monat denn vorhabe zu lesen, beziehungsweise wie mein TBR denn dann so aussehen wird, weil ich habe noch keinen Plan, wie mein TBR ist, weil ich diesen Monat etwas anderes vorhatte mit meinem TBR, dann abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und ja, ansonsten würde ich sagen, das war's. Und wir sehen uns nächste Woche, aller spätestens am Samstag. Tschüss!